Herzlich willkommen, Leute. Hier ist Dalukat von Just Dance Guild. Und ja, heute spielen wir eine Runde Smite. Wir hatten Smite zwar schon auf dem Livestream, dies war aber eher für ein ganz klein bisschen Werbung für unser Beta Key Giveaway. Und das, welches ihr heute geendet hatte, um das einmal zusammenzufassen: Wir hatten 100 Keys zu vergeben, 95 Leute haben teilgenommen. Somit ist heute keiner mit leeren Händen nach Hause gegangen und wird wahrscheinlich heute auch schon angefangen haben zu zocken. Ja, dies wird dann die erste Episode von Smite, beziehungsweise die erste Runde sein. Dann seht ihr auch schon gleich unser neues Overlay. Das Bild wird sich natürlich schon ändern, wenn wir dann anfangen zu spielen. Dies ist eher fürs Thumbnail gedacht und spart so ein klein bisschen das Intro, zeigt, worum es geht, welche Episode, welches Spiel. Ja, ist ganz nett, finde ich. Hat was, ist ein klein bisschen was anderes. Ja, wir ändern auch jetzt dann direkt das Bild und steigen direkt ein ins Geschehen. So sieht das Ganze dann aus, wenn wir anfangen würden zu zocken. Und genau das werden wir jetzt nämlich tun. Müssen wir uns natürlich ein ganz klein bisschen in der Warteschlange begnügen. Was aber eigentlich weniger schlimm ist, denn so kann man auch mal die ganzen Götter durchklicken. Mittlerweile, wenn den Stream geguckt hat, habe ich jetzt auch Arachne. Der zweite von den Charakteren, die ich hätte kaufen müssen für Ingame Points. Sobek habe ich mir zuerst geholt. Darüber bin ich auch ganz froh, denn Sobek ist King. Ja, mittlerweile habe ich dann alle verfügbaren. Dann warten wir mal auf die nächsten. Und ich muss sagen, mir gefällt Smite wirklich sehr gut. Und ich bin gespannt, was aus dem Spiel gemacht wird. Wenn Hi-Rez Studios dieses Spiel wirklich weiter richtig gut supportet, dann könnte das echt ein, ja, Knaller werden. Also, nette Idee, so ein League of Legends Dota-Hon-Verschnitt in Third-Person-Manier. Ja. Was soll man dazu noch sagen? Genau so ist es, genauso haben es viele gewünscht und vorgestellt und genauso habe ich es mir vorgestellt, wenn es jemand Third-Person-mäßig macht, denn es funktioniert sehr gut. Gehen wir mal durch und sagen kurz als Einzelnes, obwohl man das hier oben rechts ja auch schon sieht, hier ganz klar: Agni, Magier, worum es allgemein geht. Es ist das normale MOBA-Spielprinzip mit den Lanes, den Towers. Also, wer sich das Video anguckt, wird wahrscheinlich verstehen, worum es geht, weil er wird es wissen. Was dann halt hier noch ganz nett ist: Es wird gespielt Götter gegen Götter aus allen möglichen Mythen und Sagen. Ägyptische Götter, griechische Götter, chinesische Götter, ich glaube Hindu-Götter, ja, und so weiter und so fort. Also das Repertoire an Göttern wäre wahrscheinlich noch lange Zeit verfügbar, um sie hier einbringen zu können. Wie man hier dann schön sieht, sieht man auch direkt die Stärken von dem Charakter. Also hier ganz klar ist ein Magier, der Balken ist fast voll. Oh, jetzt habe ich außerdem Anubis angeklickt, welcher natürlich auch ein Magier ist. Ja, vergleichbar zum Beispiel mit Malzahaus League of Legends. Ao Kuang, Entschuldigung. Ja, Arachne, hier sehr nützlich, Utility ist fast voll, also wirklich hat ein paar gute Tools, um zu helfen. Wird oft auch als Jungler gespielt. Naja, dazu erzähle ich dann gleich mehr, wenn wir drinnen sind. Ich klicke jetzt einfach mal nur so durch, damit man einen kleinen Einblick über die ganzen Champs hat. Hades, the King of the Underworld. Sehr nette Animation bei manchen übrigens, bei manchen noch verbesserungswürdig. Hier zum Beispiel Hell, relativ cool, hat, dazu muss ich noch eben was sagen, weil den sieht man momentan leider nicht so oft. Hat zwei verschiedene Stances. Hier sieht man ja, Hälfte weiß, Hälfte schwarz, was könnte das bedeuten? Healer und Damage Dealer kann mit ihrer Ulti sozusagen wechseln auf Heal Skills oder Damage Skills. Nett gemacht, nett gemacht. Dann geht es hier noch weiter, dann war Kali, Dance hier, Blade Storm, Spin to Win Ulti. Ja, genauso. Dann hier Odin, ein Tank. Ra! Der Sonnen. Oh, da geht's los. Pick immer als letztes, um das zu nehmen, was fehlt. Jetzt haben wir hier zwei richtige Tanks und ein Melee. Also, wenn das da schon mal mies ist, ich hoffe, er wird einen Magier nehmen, weil ich auch einen nehmen muss. Ja, wen nehmen wir denn dann mal zum Start? Also, Ra müsste eigentlich gepickt werden. Ja. Guter Midlaner, er wird dann auch wahrscheinlich Mitte gehen.
Und ich werde dann einen der beiden Tanks supporten. Dafür müsste ich dann sogar einen Magier nehmen, der ein bisschen Damage macht. Deswegen nehme ich Agni. Würde ich jetzt Hades nehmen, müsste ich mit Bastet auf Elayne, aber dann hätten wir die beiden Tanks und das wird nicht funktionieren. Ich könnte jetzt natürlich auch Arachne nehmen, um zu jungeln, aber dafür ist das Team auch nicht aufgebaut. Wir haben hier beide Full Tanks und damit ist das schon mal hinfällig, weil da das Charakter. Die Charakterwahl sowieso schon hinüber ist. Dennoch haben wir ein relativ starkes Team jetzt und naja, man, es fängt ja eh noch an. Es ist in der Beta, da wird noch gar nicht so drauf geachtet. Jeder spielt das, was einem wirklich Spaß macht und genauso sollte es sein. Hier sieht man dann das Gegnerteam, welches, naja, okay, perfekt ausbalanciert ist. Wir haben einmal den dicken Tank hier unten, Ymir. Arachne wahrscheinlich als Jungler. Ra in der Mitte, wie sowieso immer. Artemis den Carry und Sun Wukong als Off-Tank. Also da unten wurde ein perfektes Team gechoost. Wobei man jetzt sagen könnte, es fehlt ein bisschen Ability Power Damage, aber gegen unser Team müsste das sogar reichen. Aber wir sehen, was wir machen können. Ja, ich habe auf jeden Fall noch aktiviert Autoskillen und Auto kaufen, bis ich mir wirklich so sicher bin, was ich mache. Ich habe jetzt noch nicht so oft Practice Matches gemacht, deswegen habe ich mir angewöhnt, halt so zu spielen, dass das, was man kaufen kann, auch auf die Spielweise halt anzupassen. Ja, deswegen bin ich damit sogar ganz zufrieden. Die Art, wie er mit Agnes gilt, also standardmäßig, recommended sozusagen, ist relativ praktisch. Ich würde da auch gar nicht so viel ändern, vielleicht nur noch hinterher, was das Skillmaxen angeht. Und dann wollen wir mal loslaufen. Wir gehen auf die linke Lane. Wir würden wahrscheinlich sogar nur einen Gegner haben und das wird dann. Und wenn Dingens, wenn Arachne jungeln geht, wird das wahrscheinlich. Es wird schwer. Artemis Solo oder der Tank. Habt ihr euch hier hoffentlich schon ein bisschen umgesehen, ne? Schöne Witze, schöne Witze. Wie man hört, wie man hört. Er hat da auf jeden Fall noch einiges zu sagen. Ja, die Minions sind gespawnt. Ich hätte mich jetzt auch ein bisschen im Jungle umgucken können. Wenn er wirklich jungeln geht, hätte er sein können, dass er mit unserem Blue Buff anfängt. Da werde ich doch jetzt gleich doch noch mal schauen gehen. Macht er aber nicht. Was auf den ersten Blick direkt auffällt, ist die Anzahl der Buffs. Es gibt hier den Grün, Blau, Rot, Orange, ist beziehungsweise kein Buff, doch Orange ist dieser Pfeil und Gelb. Ja. Im Gegensatz zu League of Legends, wo es nur zwei Buffs gibt, ist das dann hier schon mal ein netter Anstieg, aber das sind dann auch die einzigen Camps, wo man jungeln kann. Also es gibt nur die Buff-Camps. Geben dann in dem Fall aber dann auch genug XP, dass sich jungeln lohnt. Wir haben Sun Wukong auf der Solo-Lane. Hätte ich jetzt nicht gemacht. Hat zwar die Chance dazu, aber er wird schwer an Geld kommen. Hat es nicht einfach jetzt gerade. Jetzt haben die Bogenschützen mich angegriffen. Oh, da kommt schon deren Tank. Oh, hat sich verlaufen. Auch hier bin ich. Also jetzt ein bisschen Damage kassiert, aber jetzt nicht so cool. Ich glaube, Wukong hatte schon seinen Mana-Trank, seinen Heiltrank genommen, hoffe ich mal. Artemis ist in der Mitte gegen Ra. Ra ist dafür Solo Lane. Das heißt, Arachne jungelt wirklich. Könnte also gefährlich werden. Schön beide eingefroren. Da muss er wieder einen Trank nehmen. Jetzt hat er aber auf jeden Fall einen Trank genommen.
Kriegen wir ihn? Ne, da haut er ab. Schade, hab ich auf jeden Fall. Stört jetzt ein bisschen, weil jetzt die Creeps mich sogar noch töten könnten. Hätte ich ein bisschen mehr Mana gehabt. Ja, nur aufpassen, der Affe verfolgt mich und ich glaube, der hat Mana. Schnell umdrehen, vielleicht kriege ich noch einen Hit. Aber er hat auch keinen Mana. Also schade, wir haben leider alle keinen Mana gehabt, um anzugreifen. Hätten wir beide haben können. So, der Recommended Item baut auf jeden Fall erstmal die Schuhe aus. Ich würde sie meistens nur auf Level 2 am Anfang bauen, weil das Early Core Item, sag ich mal, lohnt sich wesentlich mehr. Somit dann halt die Kills schnell zu farmen und dann nochmal die Schuhe nachzukaufen. Wenn das Spiel normal läuft und du die Kills nicht bekommst, so wie es jetzt halt gerade für uns läuft, ist es ganz okay, dass du die Schuhe erstmal maxst. Arachne, ich habe jetzt auch nicht so oft auf die Karte geguckt. Ich bin der Meinung, aber Arachne noch nicht gesehen zu haben. Wird wahrscheinlich dann eine Level 6 Netrow Gank. Ja, Wukong ist Level 5 geworden. Weil er halt auch den Anfang alleine lane durfte. Kleiner XP-Vorteil. Uff. Ja, unser Eisprinz hat jetzt gerade die Lane verlassen, ohne dass ich es angesagt habe. Zu Recht. Das kommt, weil ich gerade am Erzählen bin. Aber ist keine Ausrede. Ich werde das wieder richten. Ich. Habt ihr gesehen, die Spinne ist mit Low HP entkommen. Der Tank versucht, aber es wird nichts. Jetzt könnten wir uns dafür nämlich auch bedanken. Jetzt war nämlich Artemis Lift. SS. Ja, jetzt holen sie sich auch noch Ra. Aber das läuft gar nicht gut jetzt. Die Spinne hätte ruhig sterben dürfen, dann wäre es das vielleicht noch mal wert gewesen. Dann schauen wir mal, dass wenn wir jetzt reingehen, was wir machen können. Auf jeden Fall müssen wir das jetzt wieder aufholen. Ich habe auch leider nicht den guten Eisgolem im Team. Wer hat das gesagt? Komm, Ra. Schön. Wird Ra jetzt auch noch angegriffen, das wäre optimal, weil ich dann helfen könnte. Aber auch der andere Gegner hat sozusagen... Oh! Von Wukong möchten wir noch nicht 1-on-1 gegen kämpfen. Relativ starker Off-Tank. Deswegen ganz klein bisschen distanzieren. Zusammen mit der Ulti von unserem Eisprinzen. Hat man ja gerade gesehen, er hat seine Ulti gemacht, Happy New Year mäßig gefeiert. Dadurch habe ich natürlich mittanzen müssen, gezwungenermaßen. In der Zeit hat der gute Emir seine Ulti gecastet und massiven Schaden verursacht. Ich hoffe, dass wir das Ganze jetzt auch wieder aufholen können. Ich würde jetzt gerne einmal kurz einen Blick riskieren. Okay, 2 zu 3. Ist noch im Rahmen. Ich will jetzt aber nicht solo lernen. Ist das Artemis, die jetzt kommt? Auf jeden Fall kann ich nicht angreifen, wenn die Creeps gerade pushen, weil die Bogenschützen machen zu viel Schaden. Was macht... Oh. Ja,
Ja, Skills können hier in der Startup-Time unterbrochen werden. Ob das für hinterher gewollt ist, also fürs Final Game, mag ich zwar noch zu bezweifeln. Ich finde es aber ganz nett. Also ihr habt ja gerade gesehen, ich habe mit meinem Charge begonnen. Dennoch wurde dieser Interrupt. Oh, die Spinne. Ach, kein Mana mehr wieder. Mit der Zonenkombination, also die Zone hinlegen und dann irgendeinen Skill dadurch machen, halt der brennt, dann explodiert diese Zone und stunt den Gegner kurzzeitig. Wenn die Spinne mich jetzt gerade nicht zurückgezogen hätte, beziehungsweise unser Imi den anderen Imi nicht eingefroren hätte, wäre er zumindest gestunt gewesen. Ich weiß nur nicht, ob wir ihn halt in der Zeit noch hätten töten können. Die Spinne hat da auf jeden Fall gut was verhindert, die gute Arachne. Ja, das Ra drauf. Oh, ich habe zwei Kills. Das Ra draufgegangen, das war auf jeden Fall nicht so gut. Ich würde jetzt nur gerne wissen, wo ich den zweiten Kill her habe. Komm, Ra. Jetzt habt ihr ja gerade auch den kleinen Lag gesehen, also es war auf jeden Fall ein serverlastiger Lag. Mal wieder SS an, also SS ist hier Mia. Missing in Arms. Ja, während Ymir in der Mitte, ich kann da nicht gucken, gegen wen was wird Aragne sein, jetzt sehe ich ihr Bild ja auch erst. Kämpft, werde ich mal versuchen, ein bisschen zum Tower zu kommen, obwohl, nee. Ach, dieser Ymir. Ja, ein gefeedeter Wukong ist sehr, sehr unpraktisch. Middle Tower ist weg. Es bringt mir jetzt nicht, da oben hin zu pushen, weil sonst beide die Lane wechseln werden. Ich kann jetzt nur hoffen, dass das, was ich jetzt vorhabe, auch noch funktioniert. Ach, das ist. Die will zum zweiten Tower. Das hat schon mal wunderbar geklappt. Dadurch, dass ich sie gestunt hatte, konnte Ra seinen Laser casten. Das war auf jeden Fall eine gute Combo. Ja, die alle sind wahrscheinlich rechts, wie ich das sehe, müssten drei Stück sein. Wir greifen den Tower auch auf der linken Seite an. Ich versuche jetzt noch eine Creepwelle mit hin zu pushen. Vielleicht kriegen wir auf jeden Fall da schon mal ein bisschen Schaden drauf. Weil ich denke, wenn Artemis respawnt, wird sie rüberkommen. Jetzt muss ich ein bisschen gucken. Wir haben viele Creeps da, also wir können Schaden auf den Turm machen ohne Ende. Kriegen wir ihn auch kaputt, bevor jemand antanzt? Sieht gut aus. Jetzt versuchen, den Blue Buff zu holen. Was heißt versuchen? Wenn er denn da ist, werde ich ihn nehmen. Wenn nicht, dann habe ich vielleicht die Chance, dass einer ihn gerade macht. So, das sieht doch ganz gut aus. Erstmal hier die Combo drauf. Und jetzt schön brutzeln lassen. Lecker, lecker. Wukong hat auf jeden Fall die Lane gewechselt. Ich werde jetzt versuchen, in der Mitte noch Rad zu holen. Aber ich glaube, ich laufe den falschen Weg, ja, die hauen schon wieder ganz ab.
Kong braucht auf jeden Fall ein bisschen da. Oh. Da ist der Eber, ich werde down gehen. Ja, weil dieser Typ mich auch schön blocken musste. Vielen Dank dafür übrigens. Ja, eigene Spieler können einem im Weg stehen. Das hat Odin auch gerade sehr gut gemacht. Ja, Ra ist tot. Ja, Odin ist aber auch hilfreich. Mindestens konnte ihm mir noch weiteres verhindern, indem sie mich haben sterben lassen. Artemis ist 5 Kills, es ist eigentlich noch verkraftbar möglich. Unserem Team, oh, Bastet 4 Kills, auch nett. Also es ist doch noch nicht. Bastet oder Bastet, ich möchte jetzt auch nichts Falsches sagen. Ich hole mir jetzt mal den Lebensbuff, wenn Arachne nicht hier rumjungelt. Sieht auch gut aus. Hier meine Harpyien brennt wieder. So, dreimal Ulti ready, also die Ulti von Agni, das ist diese Sentry Stand sozusagen, also der Komet, der von oben kommt, bis zu dreimal stapelbar. Wie ihr gerade seht, ich habe jetzt drei von diesen Kometen unten links verfügbar. Ich glaube, alle 15 oder 16 Sekunden, lass mich nicht lügen, ist einer davon ready. Gehen uns mal eben durch, soweit wie wir können. Die pushen ja auch rechts durch, der Tower bricht jetzt. Ich hoffe, dass ich in der Zeit noch hier hinkomme. Haben wir nicht allzu viele, leider. Wenn hier schon Schwachsinn geredet wird, dann sind wir dabei.
Naja, okay, nee, mit dem muss ich mich auch nicht unterhalten. Also, das ist schon schade. Auch ein bisschen traurig, dass man dann wegen solchen Leuten oft verliert. Aber es ist halt ja bestimmt aus League of Legends gewohnt und Dota. Es ist ja gang und gäbe. Oh, das war nö. Das war mies. Ah, Gott sei Dank noch gesehen, das Leuchten. Also ich habe links zwei Gegner, also die Spinne und Ravan hier. Das heißt, die verlieren da gerade rechts 4 gegen 3 maximal. Setzt sich drauf. Los, 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 los. Hau ich lieber ab. Ja, der gute Ra. Hodang. Dom, dom. So, das ist die Spinne. Die ist nach links abgehauen, oder? Ne, willst du wahrscheinlich nicht, das wäre dumm. Gut gemacht, hat sie gut gemacht. Wie viel waren es? Ich glaube, zwei Eier oder so. Hätte nicht gedacht, dass sie die beiden schon aufsetzen kann, sozusagen. Jetzt bin ich der Spinne ins Netz gegangen. Oh, seht euch an. Jetzt der Laser. Bam. Oh nein. Wow, das ist echt schlecht. Da drücken wir mal nein. Die doofe Spinne links. Bin nicht mehr gegen die Spinne. Wenigstens kann ich den Turm hier defen. Wir verteidigen den Turm. Aber leider hat der Ra recht, die anderen sind auch. Aber okay, Ra ist der schlechteste. And it burns, burns. Oh nein. Deswegen wollen sie mich daran ziehen. Hier ist noch einer. Da mal hier guter Freund. Oh.
aller Sonnenruhm, der sich. Der Tower, den können die auch so einreisen. Einreißen! Ich frage mich, warum die mich nicht einfach so angreifen. Jetzt fällt Odin drauf rein. Das ist unserer. Okay. Level 13. Bei den Affen. Dann die Eber. Ja, stand mal schön alle durch. Ach. Odin wieder mal schön gerettet, den Gegner. Also ich bin. Er ist nicht drin, Mann. Da habe ich schon jetzt mehr als genug Damage gemacht. Der Hunter, ja, guck noch mal, Ra ist Level 14, oh mein Gott. Ja, das ist spitze. Hat er gedacht, da war wer unsichtbar. Mehr als den Stun konnte ich nicht. Das ist gut. Oh, ich bin raus. Oh nein, der Eber. Der Eber und der Disco. Ja. Ja, wie ihr seht, also da kann. Also ich kann da nicht machen. Also dafür ist das Team einfach wirklich zu schlecht. Also Ra mit 4-10, er wird ja gefokust. Unser Tank mit 0-8. Bastet war am Anfang ganz gut, konnte natürlich dann aber auch nichts mehr reißen. Ja, die sind alle schon Level 20 und wir haben hier noch einen Level 12er dabei. Ich denke, da muss man nicht mehr viel sagen. Ich hoffe, die drücken jetzt auf Aufgeben, damit wir noch Folge 2 dranhängen können und diesmal hoffentlich mit einem mehr Action. Einem besseren Team. Seht euch Odin an. Todesmutig springt er da rein. Und jetzt. Oh, mach mal, oh, dann macht er die Ulti an und fällt um. Aber der Käfig bleibt. Das ist ja cool. Oh, das war gut. Gut zu wissen, dass der Cage bleibt, wenn er denn stirbt. Schade, dass die anderen jetzt nicht einfach Ja drücken. Schöne Leuchten. Ja, das Team hat nicht aufgegeben, weil da diese wittern ja noch die Chance. Adi, unser Level 12 Emir wird sich denken, oh, jetzt gleich. Ja, Ra legt sich mit dem Falschen an. Da ist die hässliche Spinni. Ich habe ja die beiden Stärksten im Rücken, ja, da kann nichts schief.
Mist. Ach, Trap. Zu viele Fallen einfach. Sind auch noch mal welche. Die Spinne ist einfach zu stark. Würde ich sie jetzt angreifen, wird die mich anspringen. So. It's a trap! Auf diesen glorreichen Move muss ich mich erstmal in die Base porten. Bei den Gegnern kann man sich einfach nicht mehr erlauben, mit wenig HP rumzulaufen, auch wenn es nur die Hälfte war. Aber wenn Wukong mich anspringt und ich in der Ulta bin, dann bin ich sowieso weg. Ja, wie ihr seht, Link Lane, super durchgepusht, kein Problem für mich. Ich werde die meisten Kills bei uns im Team, ich und natürlich Sir Dialot. Creeps sind auch schon ein bisschen über meinem Level, weil mein Durchschnittslevel noch unter dem der Gegner liegt. Weil eigentlich dürfte ich keine Probleme haben, mir den Gegner zu one-hitten. Jetzt kann ich einmal die Ulti drücken, weil 16 Sekunden Zeit habe ich ja sowieso. Hier ist einfach, auch wenn das jetzt stark nach hinten losgeht. Schnell weg. Weil die Falle von Artemi. Ich vergesse den Namen immer wieder, Artemis. Die gibt nämlich Vision, also sie hätte mich auf der Karte gesehen, als ich da den Blue Buff gemacht habe. Genauso wie die Eier von Arachne. Ups, Arachne kommt. Machen sie den Phoenix auf jeden Fall. Frag mich jetzt nicht, warum sie immun. Ah. Kann sein, dass sie ein Item hatte. Jetzt kommen sie mich holen. Tank rennt einfach rein. Bin ich noch reingestürmt. Menschliche Fackel. Das war Episode 1, relativ glorreich. Man kann sich seine Leute ja nur zu dritt aussuchen, aber wenn man sich alleine anmeldet, kann man sich seine Leute leider nicht aussuchen. Ja, ich werde Episode 2 auch noch heute aufnehmen. Oh ja, sehr traurig, traurig. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut.